Und direkt am zerstörten Hafen von Beirut, am Ort der Explosion, steht unser Korrespondent Uli Gack. Uli, schildern Sie uns doch erst einmal Ihren persönlichen Eindruck aus Beirut. Man kann es eigentlich nicht fassen. Diese Stadt hatte sich wieder aufgebaut, wurde wieder aufgebaut nach diesem furchtbaren Bürgerkrieg in einer Art und Weise, die wahrscheinlich ziemlich einmalig weltweit war, mit einer tollen Architektur. Es war eine Leichtigkeit, es war eine Farbenfreude, wie man sie wahrscheinlich sonst in der Welt nicht mehr findet. Heute haben wir Leute beobachtet, die von außerhalb offenbar kommen, die es nicht fassen können, wenn sie durch diese Straßen gehen, diese Verwüstung sehen, diese Skelette, Fenster rausgerissen, Fassaden weg. Es ist letztendlich ein einziger Albtraum. Man kann es nicht glauben, es zieht einen regelrecht runter. Uli, wir haben die Wut auf die Regierung gesehen. Braut sich da was zusammen? Ich glaube, da braut sich gewaltig was zusammen. Und es könnte schon morgen stattfinden. Hier in der Stadt ist eine große Demonstration angekündigt gegen die Regierung. Man muss auch verstehen, dieses Land ist in einer enormen Wirtschaftskrise. Die Bankguthaben der Leute wurden von der Regierung letztendlich veruntreut. Sie sind abgezogen worden. Viele Leute haben alles verloren. Die Preise sind explodiert. Jetzt ist nichts mehr da. Und jetzt diese Explosion, wo die halbe Stadt in Schutt und Asche liegt, das, glaube ich, machen die Leute nicht mehr mit. Es wird eine weitere Demonstrationswelle in diesem Land geben. Die Leute werden aufstehen, sie werden weiter demonstrieren. Sie werden sich fragen, was diese Regierung gemacht hat, außer sich selbst die Taschen zu füllen. Und man muss sehen, was da in den nächsten Tagen auf uns zukommt. Aber es wird mit Sicherheit nicht unbedingt friedlich sein. Vielen Dank für Ihre Eindrücke. Uli Gack war das aus Beirut.